War ein Traum oder eine Vision, und es Vision bedarf einfach auch langer Zeit, bis sie dann realisiert wird. Und wenn ich jetzt rückblickend schaue, natürlich war es ein langer Weg, ja. Von meinen Ausbildungen und von meinen zahlreichen Reisen, die ich gemacht habe, zu den großen Städten, also zu den Kraftplätzen der Erde, also wie Machu Picchu, Borobudur, Ägypten, Jerusalem. So war ich quasi als spätberufener Steinbildhauer dann dazu berufen, ja, weil ich habe mich dann also ganz intensiv natürlich auch mit der Kunst- und Baugeschichte natürlich auseinandergesetzt, durch diese unsere westliche Baukultur, die Kathedralen, und war einfach sehr berührt irgendwie, und als Bildhauer arbeite ich auch viel mit Symbolen, ja, und ich wollte eigentlich nie ein Haus bauen, ja. Und dann habe ich aber mich natürlich mit dem Kreis beschäftigt, was der Kreis eigentlich bedeutet, ja, auch von der Symbolik her. Das ist einfach die Ganzheit, ja. Und dann als Bildhauer hat man einfach viele Ideen, und das ist jetzt eigentlich mein größtes Werk geworden, das ich eigentlich umgesetzt habe. Die Idee natürlich auch dahinter war, eine Kulturseele, ja, ein Raum für die Seele zu schaffen. Also was Ganzheitliches mit Kursen, Seminaren, Kinder, Jugendliche, Musik. Also alles, was einfach der Seele gut tut, ja, also ein Seelenraum. Also zur Außenhaut des Hauses, Schilfrohr aus Ungarn, Plattensee, Schilfrohrmatten 5 cm, als Wärmeisolierung und als Putzträger für Kalkzementputz oder Lehm. Ist auch noch eine Möglichkeit, oder irgendwie kann man es auch mit Holz überkleiden, aber es braucht einfach auch eine organische Struktur. So. Auch wieder schön, dass man die Energie quasi durch die Handarbeit dann wieder Einfluss erlässt. Ja. Da das Haus quasi nur auf einer Seite Fundament hat, wurde der Vorderanbau, die Galerie, eigentlich angekragt. Und jetzt, letztes Jahr, habe ich es untermauert. Und mit Steinen quasi, die hier auch vor Ort liegen. Und dann habe ich noch ein paar Steine mit integriert. Und hier haben wir die Erbauungsplatte 2001. Haus erbaut in der Form des Hauses mit dem Zentralraum, auch mit dem Symbol des Grundsteines, ja, und mit dem Symbol dieses Handwerkszeichen des Steinmetzes. Also früher im Kathedralenbau hat jeder Steinmetz seine Steine mit seinem Symbol gekennzeichnet, um später dann wurden die Steine dann entsprechend abgerechnet und der Steinmetz entlohnt. Und so hat sich dieses Symbol entwickelt. Das war die Idee, die mich natürlich auch dazu befähigt hat, irgendwie das Ganze umzusetzen, weil es war wirklich eine schwierige Baustelle, Hanglage, und dann war es auch die Herausforderung, ein achtiges Haus zu bauen. Aber wie ich es auch geträumt habe, so kamen auch meine Handwerker, wie gerufen, alle aus Oberschwaben, ich bin gebürtig aus Oberschwaben. Johannes, der Zimmermann, der kommt aus der ersten deutschen Yogaschule, war der Zimmermann, und er hat schon Bauerfahrung gehabt, so, hat selber ein Haus gestaltet, auch ökologisch gebaut, und er hat geträumt, ein achtiges Haus zu bauen.
Ja, und Johannes kam und blieb. Ja. Und dann war noch ein Bauhelfer mit bei, das war ein Prinz aus dem Sudan. Dann der Lehmbauer war auch ein Künstler, Maler, Musiker. Es waren sehr kreative Leute mit am Start. Ja. Und weil einfach so ein artiges Gebäude, das, da fehlt auch die Erfahrung, wie man es baut. Deswegen ist das Haus eigentlich so handmade entstanden. Ja? Also alles in Handarbeit, die ganzen Balken über 33 Stufen hochgetragen. Jeder Ziegel, jeder, alles, alles. Die Kuppel selber kam aus Österreich vom Wiener Architekten, der seinerzeit auch vor 40 Jahren bei den Hopis war. Ein Indianerstamm in Amerika so, und der hat damals die Vision gehabt, er sollte diese Kuppelhäuser in Europa gestalten. Und über einen Zeitungsartikel kam ich dann auf Reinhard Hesse so. Das war einfach dieser Erschaffungsprozess. Ja? Wie öffnen wir das Haus? Ja? Und dann stand die Kuppel erstmal alleine für sich so, und dann die Umräume haben sich angeschlossen. Und welche Sicht möchte ich haben? Ja? Normalerweise habe ich ja einen Architektenplan, feste Fenster, feste, und so wird es einfach umgesetzt so. Und das war einfach eine lebendige Baustelle und auch eine Wohlfühlbaustelle. So. Wir haben Ausflüge gemacht ins Goetheanum während der Bauphase, in Künstlerateliers, einfach um Inspiration auch zu sammeln irgendwie. Und ja, einfach, dass man einfach mit der Seele und mit dem Geist bei der Sache ist. Ne? Weil das arbeite ich quasi auch ins Material ein. Das sagt auch ein bekannter ägyptischer Lehmbauer. Jede Energie, die man ins Material bringt, bleibt einfach auch für den späteren Nutzer erhalten. Ja? In der Bildhauerei habe ich natürlich auch diesen goldenen Schnitt kennengelernt. Also die harmonischen Gesetze, wie sie einfach an der Natur auch vorkommen. So, die Natur ist einfach ja, vom größten Künstler eigentlich, vom Schöpfer gestaltet. Ja. Deswegen fühlen wir uns natürlich auch in der Natur so wohl. Ja. Ja. Weil wir sind einfach auch ein Naturwesen, ja, der Mensch. Und auch deswegen auch die Idee, natürlich auch einen solchen Seelenraum zu gestalten und natürlich auch mit der Idee, neue Häuser zu gestalten. Ja. Meine Tochter hat immer gemeint, irgendwie, ich wäre ein Aussteiger. Und dann sage ich, nein, Lisa, ich bin, wenn, dann bin ich ein Einsteiger in die Gesellschaft, so mit neuer Architektur, was Ganzheitliches zu bauen. Ja. Ich bin heute immer noch erstaunt über die Akustik und über das Wohlgefühl, und das spiegelt sich auch in den Besuchern, die hier ins Haus kommen, machen Seminare, irgendwie, das sind alle tief berührt und sind sehr dankbar, dass dieses Haus einfach hier entstanden ist. Ja. Gerade natürlich auch in Buddenhausen. Buddenhausen ist natürlich auch es gibt Verbindungen bis zum Zaren nach Russland. Ist einfach, ich sehe es eigentlich aus der Goemantie eigentlich auch so, es ist Tor zum großen Lautertal. Und auf dem Platz kam ich, als ich in Stuttgart gelebt habe, über eine kleine Zeitungsannonce. Und als ich damals noch als Programmierer gearbeitet habe, war das für mich einfach so ein Wochenend-Dacha, ja? Wo ich mit meiner Tochter hierher kam, so einen Naturraum erlebt habe und das Feuer wieder gespürt habe. Ja? Und ich habe das einfach dann so empfunden wie große Krebsgeschwüre, diese Architektur, die wir heute haben. So. Weil ich habe vor kurzem auch ein längeres Gespräch gehabt mit einem Heilpraktiker, der dann später eine Ausbildung gemacht hat, zum Baubiologen auch, und sagt zu mir, also, dass viele, viele Krankheiten einfach auch durchs falsche Wohnen kommen. Kann man es vergleichen auch mit der modernen Tierhaltung so, alles kasaniert eigentlich so, ja. Da ist einfach, da kann sich der Geist nicht entfalten, ja. Deswegen braucht man auch eine neue Architektur, ja. Weil ich mache jetzt gerade auch eine Ausbildung zum Arbeitserzieher so, und da lerne ich natürlich noch Medizin und Pädagogik und Soziologie und so weiter so. Und da wird eigentlich auch gesagt, gibt es auch noch auch schon Forschungen so, dass man sagt irgendwie, also der Raum ist der dritte Pädagoge. Ja, also deswegen kriegt das Haus natürlich auch noch ganz anderen Blickwinkel so, ja. Und der Reinhard Hesse sagt auch, der Raum, der harmonisiert auch die rechte, linke Gehirnhälfte so. Es ist natürlich auch, diese Domhäuser sind eigentlich auch Forschungsprojekte, ja.
wie sich eigentlich das auf Körper, Geist und Seele auswirkt. Und da ist Deutschland einfach nur Entwicklungsland. Also man sieht es einfach auch, dass in Afrika beispielsweise, die haben alle Rundhütten, ja. Der Kreis hat einen Freundeskreis, einen Familienkreis, der ist eigentlich urbildhaft, steht eigentlich für die Seele, eigentlich für die Ganzheit. Ja. So ein Haus umzusetzen, ja, das ist ein langer Weg irgendwie auch mit der Baugenehmigungsphase, ja. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, ja. Das ist einfach neu, ja. Und da haben wir natürlich noch ganz, ganz alte Strukturen hier am Start, hier in Deutschland, Europa und so weiter, so, ja. Ja, und wie gesagt, das Haus, ich habe jetzt durfte jetzt eigentlich so lange erfahren, so jetzt über 7 Jahre habe ich hier gewohnt auch so und habe Kinder waren da irgendwie und es ist einfach ein multifunktionaler Raum, also nutzbar als Kindergarten, Heilungspraxis, Tonstudio, Wohnraum, Atelier, also einfach multifunktional. Mhm. Ja. Okay, also die reine Bauphase ab Fundament war eigentlich ein Jahr. Also im Frühjahr begonnen und im November, Dezember bin ich eingezogen. Also es ging eigentlich relativ schnell, ja. Weil, okay, also Wasser war da und Ofen war da. Und das genügt erstmal. Früher war es ein bisschen anders geplant, auch die Außenwände so. Wir haben dann eine Holzständerbauweise gewählt mit Lehmbaustampfweise. Ja. Ja, hier kommen wir dann zur Außenwand. Außenwand ist quasi in Holzständerbauweise konstruiert. Und die besteht aus 5 cm Schilfrohr außen. Schilfrohr aus Ungarn, Plattensee. Und das ist Holzhackschnitzel. Mit Lehm vermengt in Kletterschalen-Stampfbauweise. Ja. Hier an dieser Baustelle war es natürlich so, also das Material wird unter, auf dem Platz angeliefert, ja, und dann wird der Holzhackschnitzel mit Lehm vermengt, ja, in der Bettungmaschine. Ja, also die Lehmbaustampfweise hier mit den Holzhackschnitzeln, die ist eigentlich kinderleicht. Kann eigentlich jeder, wenn man ein bisschen handwerklich begabt ist. So. Es werden einfach Schaltafeln an die Balken geschraubt. Dann wird das Material einfach eingefüllt und gestampft. Dann kann es einen Tag ausdrucken und so. Und dann kann man die Tafel einfach wieder lösen mit dem Akkuschrauber und eine Stufe höher setzen. Und dann stampfen wir wieder ein. Problematisch wird es halt im oberen Bereich, so, weil man da nicht mehr hinterfüllen kann. Ja? Da muss man dann quasi mit einer Harke dann von oben reinstampfen. So, ja? Und dann kommt später eine Schilfrohrmatte drüber und dann kann man das wieder anputzen mit Lehm. Also Lehm kann man natürlich verschiedenartig gestalten. So, man kann verbinden mit Handschäbe, mit Holzhackschnitzeln. Lehmbaustampfweise oder mit Stroh vermengt, ja, also es ist einfach Erde, kann man viel gestalten, so, ja, für die Hände, so, das ist einfach eine Wohltat, irgendwie so mit der Erde zu arbeiten, so, und auch zu riechen, ja. Okay. Und es ist natürlich ein wunderbarer Baustoff, ja, also der kann wohl eintrocknen oder so, man rührt ihn halt an, ja, man kann den Härtegrad bestimmen, irgendwie so, und spielen, matschen. Ja. Ja, Holz ist natürlich auch toll. Also, okay, ich komme ja mehr von der Steinseite her so, aber Holz ist einfach ist ein natürlicher Baustoff einfach so. Ja. Und das Auge kann sich entspannen. Und wenn wir hier in dem Raum sind, ist einfach, es strahlt einfach Wärme aus. Ja. Ist gewachsener Baustoff. Ja. Und man kann natürlich im Vergleich zu Stein natürlich ganz schnell bearbeiten auch. Ja. So, nun hier sind wir in der Teeküche.
einfach ausgestattet, reduziert. Reduzierte Ausstattung ist einfach auch mein so ein Herzensanliegen, dass man sich nicht, dass man sich einfach auf die wesentlichen Dinge des Lebens auch konzentriert, auch in der Einfachheit der Küche. Ja. Und hier sehen wir also quasi dann den komplett verputzten Raum mit Lehmputz überstrichen, die Decke verkleidet und von Hand alles abgezogen und gekalkt. So, hier kommen wir zur Küchentheke. So. Küchentheke ist einfach Zentrum, Begegnungsstätte auch. Und der Aufbau dieser Theke ist einfach eine Holzkonstruktion und dann Formazellplatten. Da drauf kommt dann der Haftputz. Und dann wird es mit Lehm überputzt. In die Rillen zieht der Lehm ein. Beim Lehmputz gibt es auch verschiedene. Es gibt einen Grobputz, einen Feinputz. Ja. Und das ist eigentlich der Grobputz. Und man sieht einfach noch hier die Materialien, die im Lehm drin sind. Ja. So Hanfschäbe ist noch drin. Und es gibt einfach so eine wunderbare Stabilität irgendwie so. Und ist dann kratzfest. Ja. Und ich bin also total begeistert. Also dieses Haus hat ganz normal ausgestattet, so wie mit Küche, mit fließendem Wasser, mit Strom. Ja, also allerdings halt reduziert. Also in der Einfachheit liegt natürlich auch die Kunst. Ja. Also deswegen diese reduzierte Ausstattung auch. Ja. Dass was, nur das, was man zum Leben braucht, einfach da ist. Ja. Erstmal die Kuppel beispielsweise zu bauen, ja. Die Kuppel und dann aus dem heraus natürlich auch die Umräume zu gestalten. So. Aber weil die Kuppel selber ist ja auch als Wohnraum gedacht, ja. Und heißt ein Wohlgefühl. Das ist wie Paradieserde, würde ich sagen. So, ja. Also einfach ein ausgewöhnlicher Raum, das ist eigentlich auch ein Himmelsraum, so, weil man hat einfach die Verbindung zwischen Himmel und Erde ist einfach da. Ja. Und durch die Naturmaterialien so, man ist ein ganz auf dem Boden natürlich auch und man hat natürlich auch die spirituelle Erfahrung so, ja. Es ist einfach Wellness auf einer anderen Ebene, ja. Es ist einfach viel auf Schwingung auch aufgebaut so, ja. Ja, und die Idee war natürlich einfach der erste Traum von diesem runden Haus war in der Bildhauerei, als man die Erde durchgenommen hat. So, ja? Und dann kam man quasi auf den Niefekern. Das ist einfach der Erdkern, das Zentrum der Erde. Ja? Und aus dem heraus habe ich dann diesen Traum gehabt, so, also ein Zentrum zu bauen. Das ist mein Mittelpunkt, da bin ich. Ja? Und alles andere, das sind die Umräume. Ja? Die brauche ich eigentlich natürlich auch irgendwie, aber ich brauche einfach eigentlich das wichtigste Element in meinem Leben ist eigentlich das Zentrum. Dass ich quasi immer hier mit meinem höheren Selbst natürlich auch verbunden bin. So, ja. Und das unterstützt natürlich diese Domarchitektur. Weil es halt einfach im göttlichen Schnitt oder im goldenen Schnitt gebaut ist. Ja. Das ist auch die Architektur der Zukunft. So. Weil in unserer Konsumwelt beispielsweise werden diese ganzen Bedürfnisse einfach nicht befriedigt, die der Mensch so in sich trägt. So. Er braucht einfach Stille und Ruhe. Ja. Und Raum für Träume und für sich. Und deswegen denke ich, also die Architektur, sie wird kommen, ja. Wird sich durchsetzen auch, ja. Und eine Firma in Österreich, die stellt die Leimbinder her. Die werden in eine Spannvorrichtung gegeben und dann Schicht für Schicht aufeinander geleimt. Also die gibt es als Fertigbausatz, als Strukturgerüst, ja. Und dann muss man halt die Zwischenräume, die muss man dann einfach ausfüllen. Man kann es mit Lehm natürlich auch gestalten oder in meinem Fall habe ich es einfach mit Holz gestaltet. So. Also das Holz ist einfach naturbelassen so, weil es kriegt eigentlich den eigene Patina, so einen goldenen Glanz auch natürlich irgendwie und das Auge hat einen Spielraum dann eigentlich auch. Ja. Und auch natürlich der Domboden, ja, den hat mein Bruder Fritz
Schreiner aus Berufung, hat den reingelegt so. Und wunderbare Handwerkskunst, ja. Ja, und hier, es ist einfach das Zentrum hier. Und das war einfach die Idee, so ein Steinfeld zu konstruieren, um hier Steine zu spüren, ja. Und natürlich auch Geräusche zu machen. Und ein Steinfeld, die man natürlich auch mit anderen Heilsteinen befüllen kann, so. Also mit Amethysten oder Rosenquarz. Ja. Die Kuppel ist natürlich auch freitragend, das ist also quasi nicht. Es gibt immer einen Hohlraum, halber Zentimeter. Ist nicht verbunden mit dem Außenraum, Außenkörper. Ist also freitragend, wegen Resonanzgründen. Ja. Dass sie einfach die Eigenschwingung noch hat, die Kuppel. Und schön ist natürlich hier, wenn man es hier so betrachtet, so, dass man in den inneren Raum einfach, dass man keine Türen öffnen muss, ja. Sondern einfach den frei betreten kann. So über, natürlich dann auch etwas erhöht, über, dass man bewusst in den Raum tritt, ja. Es war dann auch die Idee irgendwie, also Ursprungsidee oder Architektenplanung war hier, dass man hier den Raum betritt, ja. Aber aus der ganzen Bausituation hat sich das einfach anders gestaltet, so, ja. Dass er hier zumacht und hier das einfach öffne, ja. Weil das ist einfach störend, wenn du da irgendwie eine Tür hast, ist keine Einheit mehr da. Das ist Unterbrechung für das Auge auch. Ne? Ja. Und hier, das verlängert sich halt und man kann es einfach leicht und luftdicht dann verschließen, ja? Wenn man es möchte. Wie kann man jetzt den Raum noch nutzen? Ja? Also die Möglichkeiten so einfach hier. Ein Wandregal einfach einzulassen. So. Ich habe das auch auf meinen Reisen oftmals gesehen, so in arabischen Ländern, so, dass man Wandschränke baut. So. Da hat man dann keinen Korpus, sondern ein festes Bestandteil des Hauses. Ja? Nicht nur ein Fremdkörper als Schrank, ein Bücherregal. Das nimmt nochmal einen Raum ein, einfach. Und so hat sich das einfach angeboten. So, ja? Da wird der Raum quasi nochmal gedämmt, abgedämmt hier so und dann einfach mit Lehmziegel aufgebaut und dann einfach angeputzt und dann kalkt dann später so. Das ist schnell gedruckt. Lehm braucht halt das auch seine Zeit zum Ausdrucken, aber ja, man kann es natürlich auch immer wunderbar nacharbeiten, so, ja, wenn es noch ein bisschen feucht ist. So, ja. Und man kann irgendwie Symbole noch einarbeiten. So. Es ist natürlich jetzt ja, natürlich etwas teurer als der normale Hausbau, ja? Weil das alles quadratisch praktisch gut. Fertigelemente, Fertigbau, es geht alles, also halt alles über den Preis. Ja? Aber man kann natürlich auch solche Häuser in Gemeinschaften zusammenbauen. Ja? Und dann werden sie auch beseelt einfach. Ja? Und, aber ich glaube schon, dass einfach da ist einfach ein großer Bedarf da. Ja? Aber es wird noch ein bisschen dauern. Also in Österreich sind sie ein bisschen fortschrittlicher, ja, schon, da gibt es schon mehrere Kuppelhäuser. Dieser Dom oder diese Kuppel wird natürlich hier in Deutschland, ist natürlich gleichgesetzt mit der Kirche auch oftmals, ja. Also deswegen ist in Bayern doch ganz schwierig, irgendeine Baugenehmigungsphase zu bekommen, ja. Ja, man macht Konkurrenz zur Kirche, ja. Natürlich braucht die Kirche auch Reform, ja, weil man so viele Kirchenaustritte, sondern natürlich auch eine neue Zeit braucht auch ein neues Bewusstsein oder ja, eine spirituelle Ausrichtung so, ja. Und da denke ich einfach, da ist der Dom einfach die Architektur. Und das natürlich, wie hieß er, glaube der Willy Brandt, oder hat er mal gesagt, jeden Deutschen sein VW-Käfer so. Und ich sage einfach jedem Menschen auf der Erde so seinen Dom, ja? Seine Mitte, seine Schutzhülle. Ja? Das ist ja der große Traum, ja. Und da sind wir eigentlich dann wieder, das sind auch die Prophezeiungen der Hobbes, müssen einfach wieder zu einem einfachen, natürlichen Leben zurückkehren. Ja, wo man selber anbaut. Ja, das macht eigentlich auch das Leben, das natürliche Leben eigentlich aus. Also man muss sich halt immer fragen, so,
warum bin ich hier, wo gehe ich hin oder was ist mein Auftrag hier in meinem Leben, so, ja. Also man hat jetzt eigentlich nie so richtigen Plan, eigentlich was einem Leben noch so erwartet oder was auf einen zukommt, ja. Ja, und das Leben ist einfach lernen, ja. Lernen, lernen, lernen. Und das habe ich natürlich hier auch also viel gelernt, also auch über die Handwerkskunst, wie man was macht. Und wobei ich mich, wie gesagt, früher habe ich Daten modelliert, habe programmiert irgendwie und handwerklich gar nichts gemacht. Und hier war ich dann okay, da waren die Handwerker dann nicht mehr da und dann haben wir gedacht irgendwie, ja, und wer macht jetzt die Abschlussleisten, ja? Und dann war das einfach so der Impuls, ja, also wenn es du nicht machst, jemand anderes macht es nicht. Also dann Säge genommen und los ging es irgendwie so. Und dann, wenn man einfach dann plötzlich das Zutrauen hat, so, und dann wird es auch was, ja. Und oftmals ist es irgendwie halt in der Kindheit beispielsweise war es dann so, und in meiner Schulzeit, ich war eigentlich also nicht musikalisch abgestempelt. Weil früher muss man halt vorsingen, deswegen wird man da benotet und das hängt natürlich ein Leben lang einem nach. Und hier im Haus habe ich singen gelernt, meine musikalische Ader auch natürlich entdeckt. Gell?